Seit heute ist das Kultspiel der Stunde Pokémon Go auch in Deutschland verfügbar. Man hat aus den USA schon einiges gehört und jetzt wird auch Hamburg und andere Städte damit unsicher gemacht. Worum geht es? Bei Pokémon Go geht es eigentlich um das, was wir noch, keine Ahnung, als Kinder kennen vom Gameboy. Man sammelt Pokémon ein, man spielt gegeneinander. Nur das ist jetzt der Unterschied, man tut das tatsächlich in der realen Welt. Pokémon Go ist ein Augmented Reality Game, das heißt, um Pokémon zu sammeln, muss man tatsächlich durch die Straßen laufen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Das Ganze hat natürlich direkt Nachteile. Ein Nachteil ist, man muss den Standort des Gerätes zulassen. Das gefällt einigen nicht, aber viele sind da ja doch recht sorglos mittlerweile. Wir sehen hier schon, dass noch ein paar andere Erlaubnisse erteilt werden müssen, bevor es überhaupt losgehen kann. Man merkt übrigens, dass man alt ist, wenn man für sein Geburtsdatum scrollen muss. Als Spieler bekommen wir direkt die Warnung, man soll nicht nur auf das Spiel achten, sondern auch auf die Umgebung. Das ist kein zu unterschätzender Nachhinweis. Nutzungsbedingungen, ja, nee. Lesen wir komplett durch. So, und abgesehen davon, dass mich jetzt schon die Musik des Spiels nervt, die ich hoffentlich gleich noch finde, auszustellen, sieht man hier meine Umgebung und dass sich einige dieser Pokémon tatsächlich auch in der Umgebung befinden. Und der Clou an der Sache ist, dass die Umgebung jetzt nicht irgendeine fiktive Welt ist, sondern tatsächlich, naja, da wo ich wohne. Da vorne, das ist der Stadtparksee. Das hier ist der Wiesendamm, an dem ich wohne. Und hier leben offenbar ein paar Pokémon, die an der Straße oder im Haus meines Nachbarn sind. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da auch irgendwie in die Nähe kommen. Nun wird es an einem Anfang noch etwas leichter gemacht. Wie ihr sehen könnt, muss man da nicht ganz genau da sein, sonst müsste ich auch bei meinem Nachbarn einbrechen. Sondern, ja, ich mache die Kamera an und stelle fest, das verdammte Vieh ist bei mir in der Wohnung. Und es haut einfach ab vor dem Ball. Na, vielleicht sollte man nicht gleichzeitig filmen und Pokémon jagen. Na, jetzt aber. Bam! Ich habe mein erstes Pokémon gefangen. So, nachdem man das erste Pokémon gefangen hat, wirklich beginnt und man hier in der Umgebung, da hinten ist wieder der Stadtparksee, sieht, wo wirklich Sachen sind und da sind noch ein paar interessante. Kommt man auch endlich auf die interessante oder auf die wichtigste Funktion? Pokéball. Dann hier oben Einstellungen. Und endlich die Musik ausmachen. Welch ein Segen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal raus und gucken, was die Augmented Reality App hier in, sagen wir, im Stadtpark zu bieten hat.